Und weiter geht's, Leute, mit diesen Windmühlenrätsel und da unten warten ein Haufen. Man kann sich jetzt die Mühle nicht mehr abschalten. Au weh. Da unten warten ein Haufen Max auf uns. Und ich denke ja, jetzt haben wir da auch ein Problem. Ja. Heide Witzka, jetzt sind wir aber... Ja, ich wusste es doch. Das kann ja sonst gar nicht anders sein. Fippi, stell die Mühle ab. Das kannst du nicht. Okay. Ich löse die Überspannung aus. Geh zum Tor zurück und halte dich bereit, wenn die Max reinkommen. Tja. Das machen wir doch gerade. Wir werden da in Sicherheit gehen. Okay, ich bin soweit. Monkey, jetzt kommt die Überspannung. Fertig? Oh ja. Los. Ja, los. Und das hat er vorher nicht gekonnt. Wieso ist der so hart? Leute, das wird ein wenig eng. Ja. Verschwindet! Wir rufen Verstärkung! Na, was ist denn das für ein Heinzi? Na also.
bevor wir jetzt links backtracken, da holen wir uns zuerst mal, was wir verloren haben. Gibt's denn noch was? Da oben die Munition, jawohl. Also, die Jungs sind ja wirklich heftig. Die haben sogar Kopfstöße drauf, habt ihr gesehen? Und gegen unsere Stun-Attacke ist er fast immun. So, noch schnell alles zusammensammeln. Das brauchen wir nicht. Munition. Ist nichts mehr. Das kann nicht sein. Okay, Trippy. Okay, alles klar. Weiter. Weiter, ja, ja. Du bist auch so ein Weiter. Wir müssen zurück zur Bunkertür. Ich sollte sie aufkriegen, wenn das System rebootet. Wir brauchen dann noch ein bisschen Munition. Ist nichts mehr, gell? Beeil dich! Ja, Schatz. Ja, was heißt beeil dich? Und du laufst so lockeren Schrittes dahin. Mir schwärmt furchtbares, Leute. Na gut. Okidoki, Prinzessin. Hoffentlich klappt's. Bestimmt. Ja, klar. Und da wieder mein Lieblingsplatz. Das fährt runter. Odi! Ja, ist ja klar, du kümmerst dich drum. Das ist möglich. Das haut nicht hin. Der hat ein MG. Oh, wir können. Leute, das geht sich mit dem Mund niemals aus. Ja, du weiter, du Kasperl. Und voll versaut dieses Ding. Haben wir sonst noch irgendwo eine Ecke, wo wir rauf können?
verschwimmt. Wir verwenden unsere Plasmaschüsse erst dann, wenn uns die Hoffnung ausgeht. Da kommen wir so schnell nicht drüber, gell? So, komm. Ja, spring du Kasperl. Ampullen können wir nicht nehmen. Das gibt's doch nicht. Ich hab da einen echt blöden Kamerawinkel. Ja. Sehen Sie schon über hier. So. Und das gleiche nochmal. Wo ist denn jetzt? Ah, Leute, Entschuldigung. Auf dem Weg. Dieser Spezialeffekt, den haben wir da jetzt voll in die Mauer reingesetzt. Tut mir leid, dass ihr den nicht sehen konntet und ich auch nicht. Echt fuck. WTF heißt das. Ja? Leute. Aber wir haben da ziemlich viel Mund verschwendet. Wir hätten gleich einfach mit Plasmaenergie arbeiten sollen. Aber ich wusste nicht, wie sich das Upgrade auswirkt. Also Leute, das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß.
Ihr wisst jetzt, wie ihr mit diesem Odi umgehen könnt. Und wir sehen uns dann gleich wieder hier beim Eingang zum Bunker. Bis gleich, euer Toso. Und weiter geht's mit Enslaved. Und wir sind hier vom Bunker, haben gerade Odi erledigt. Dummerweise ziemlich langsam. Hat geklappt. Ja. Meine Tochter. Meine reizende Tochter. Ich weiß, wie erfinderisch du bist. Ich weiß, du kehrst vielleicht wieder zurück. Entkommst den Sklavenhändlern. Schaffst es nach Hause. Für den Fall, dass dieser Tag kommt, nehme ich diese Nachricht auf. Nur um dir zu sagen, es ist mir ein Trost zu wissen, dass du noch lebst. Ich liebe dich, Trip. Ich sagte, bring mich heim und ich lass dich frei. War wohl gelogen. Die Sklavenhändler sind im Westen. Also gehen wir dahin. Ich will wissen, wer dahinter steckt. Und dann bringe ich ihn um. Na gut, Leute, das war das Kapitel. Ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn Trippy ihre Rache kriegt, nämlich in der Ödnis. Ciao.